das Problem dieses Montags ist ja nicht der Montag an sich, sondern der Montag an sich. Das Leben, eigentlich ist es das Leben an sich. Ne? Das Leben nervt mich momentan maßlos. Aber das sind so die normalen Kleinigkeiten im Künstlerleben. Zu wenig Geld zu haben, ist ja eine Sache. Das gehört einfach dazu, muss man sich mit abfinden. Also ich wollte irgendwann mal so einen Kanal machen oder eine Playlist, wie werde ich Künstler und warum und was habe ich davon. Ich weiß noch nicht, ob das sein muss, aber naja, so. Montag, genau, Montag, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich vergessen, wer es gefragt hat. Auf jeden Fall war die Frage nach meiner ersten Therapie. Meine erste Therapie war auch gleichzeitig, na, das stimmt gar nicht. Ich habe ein paar Versuche vorher unternommen, aber das sind so diese Einführungs- oder die Testgespräche und die verliefen in der Regel desaströs. Und dann ich bin an meine Therapie gekommen über Vitamin B, mit sehr viel Glück und sehr, sehr schnell nachher. Und habe auch über Vitamin B die geeignete Therapeutin gefunden, die mich weitergebracht hat. Dazu gehört immer Glück bei den Therapien. Und meine Therapie ist jetzt noch gar nicht so lange her, die, was kann ich sagen, ungefähr 1,5 Jahre gedauert. Es war relativ kurz. Entweder habe ich gut mitgearbeitet oder ich bin gar nicht krank. Müssen wir überlegen, wann die aufgehört hat. Ich meine, das war 2014, so Mitte, Anfang 2014. Habe da kein Buch drüber geführt. Das lief gut. Und dann war auch ein Punkt erreicht, an dem ich dachte, so jetzt weiß ich alles, was ich wissen muss, was ich vorher noch nicht wusste. Wie man unschwer herausfindet, habe ich dann so 2012 damit angefangen, Ende 2012. Es war ein bisschen seltsam zu Anfang, nachher war es sehr, sehr gut. Und ich habe das Glück, ich habe es glaube ich schon vorher, dass ich es in einigen Videos schon erzählt habe, ich habe einfach sehr, sehr viel Kraft in mir und habe es vorher relativ gut alleine hingekriegt. 2012 wuchs mir das dann über den Kopf und da habe ich gesagt, so jetzt muss ich mal jemanden in Anspruch nehmen, der sich damit auskennt oder sich zumindest damit auskennt, was ich für Werkzeuge und Waffen, ganz wichtig sind, Waffen im Umgang mit der Depression. Ich verweigere sonst komplett Gewalt, aber Waffen im Umgang mit der Depression ist das richtige Wort. Was für Waffen ich in die Hände bekommen kann, um die Depression in die Flucht zu schlagen. Also sie wird ja immer wieder kommen, so in meinem Fall. Bei anderen ist es halt so, dass sie das langfristiger hinbekommen. Bei mir ist es ja eine permanente Bedrohung oder sie ist halt permanent da und ich kann halt versuchen, sie auf Distanz zu halten. Und das war sehr, sehr hilfreich und viele Menschen unterschätzen das und ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der genau das auch gesagt hat, dass es wichtig ist, sich mit dem Feind auseinanderzusetzen, um ihn dann auch richtig bekämpfen zu können. Nützt mir ja nichts, wenn ich einen Panzer vor mir habe und dann die ganze Zeit mit einer Leuchtpistole herumfuchtle, um mir in die Flucht zu schlagen. Das wird nicht funktionieren, da brauche ich dann schon eine Bazooka. Und wenn ich eine Bazooka habe und vor mir steht so ein kleines flinkes Männlein, dann habe ich mit der Bazooka auch keine Chance. Der wird halt immer abhauen. Und da brauche ich dann wieder eine Schnellfeuerwaffe. Also ihr wisst, was ich meine, so im Sinne, wie bekämpfe ich meine Depressionen. Und dafür ist das mit der Therapie sehr, sehr wichtig. Irgendjemand schrieb und hat es, glaube ich, wieder gelöscht. Auch Therapeuten können einem wehtun, das kann schief gehen. Ja, es kann immer alles schief gehen. Aber das wissen wir dummerweise immer erst hinterher. Und man muss, wie im ganzen Leben eben auch, Schritte gehen, ohne zu wissen, wohin sie führen. Also natürlich hat man eine Richtung vor Augen, aber wenn man keinen Schritt macht, dann
kommt man auch nicht weiter. Und wenn man kein Los kauft, dann gewinnt man auch nicht. So, als Künstler, kurz gesagt, als Künstler ist jedes Produkt, jedes bisschen Kunst, das man aus sich heraus wirkt, ist ja auch ein Los. Also wenn meine nächste CD rauskommt, kann das der Hauptgewinn sein oder eine weitere Niete in meinem Leben. Aber ich freue mich drauf. Und das Gleiche gilt halt gilt für eine Therapie. Das heißt, entweder ich ziehe das große Los und alles läuft super oder eben nicht. Aber das weiß ich vorher nicht. Das heißt, ich kann ja nicht von vornherein etwas verweigern, nur weil ich glaube, es könnte nicht klappen. Das würde dann ja, oder es ist ja genau andersrum, kann ich dann auch sagen, es wird auf jeden Fall klappen, also muss ich es tun. Und diesen Zweckpessimismus, den wir Depressive auch gerne an den Tag legen, andere Menschen machen das auch, die sind nicht depressiv, aber machen das genauso, den müssen wir als erstes ablegen. Andere Menschen können sich das leisten, wir uns nicht. Wir müssen Schritte gehen und gucken und auch wissen und lernen, dass wir immer wieder auf die Nase fallen werden. Das gehört einfach eben dazu. So. Also meine Therapie anbelangt, habe ich, glaube ich, alles gesagt. Und den Rest auch. Genießt diesen Montag. Ich werde mit dem heute nicht warm. Es ist auch irgendwie ein ungemütliches Nieseln so ein bisschen. Das Wetter ist jetzt nicht so großartig. Und ich muss mal gucken. Habe einen sehr, sehr vollen Tag. Ja, ich sehe das schon. Und macht ihr euch einen entzückenden Tag. Oh Gott, ich fällt gerade an, was ich noch alles machen muss. Und was ich noch... egal. So. Wir machen uns einen schönen Montag alle gemeinsam, juhu, und sehen uns Mittwoch wieder. Wenn noch jemand was für Mittwoch Vorschläge hat, gerne. Ich ziehe sonst mein Ding einfach eiskalt durch. Ja, und das war's. Happy Monday. So, tschüss.